Du hast drei Gadget-Picks. Ein Gadget-Pick, ein Spaß-Pick Ach und ein so. Lese-Pick. Aber jetzt. Gut, wir sind da wirklich schnell fertig, weil da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Ja, ich habe ein Gadget-Pick und das kommt von ausnahmsweise mal von einem der Bösen, nämlich einem dieser bösen, komischen Stromkonzerne. Vattenfall macht aus ausgemusterten, oder macht aus, das ist jetzt einmal ein. Kann man es machen und ist es möglich? Vattenfall hat aus einer ausgemusterten Windturbine ein Tiny House gebaut. Ich finde es cool umgesetzt. Und Schenk macht. Boah, da glaube ich, da sind ein paar jetzt gerade, die haben sich jetzt überprüft, ob die Bergkristalle sie noch heilen können. Weil, au, mal, mal. Wenn die sich vorstellen müssten, sie müssten in einer Windturbine drin schlafen, ich glaube, da würden ein paar, da würde Chakra durch die Decke schießen. Chakra durch die Decke schießen. Eigentlich war das ein super Sendungstitel für heute, aber ich will nicht nochmal ein Foto, nochmal ein Bild generieren lassen. Ja, aber da würden, glaube ich, ein paar da was aus. Da schießt das Chakra durch die Decke, ja. Okay. Na, die Idee Weißt da. warum? Ich hör dann schon, wegen dem Ding da, wegen deinem Tiny House sterben Vögel, weil die krochen genau da rein da. Genau, oh mein Gott, hör auf, ja, okay. Ja, ich finde die Idee an sich ganz gut. Erstens, dass die Turbinen sind riesig, die da auf den Windrädern drauf Das ist ein aufgebaut riesig. sind. Und allen Unkenrufen zum Trotz wird Windenergie eins der Kernelemente der Stromgewinnung in Zukunft sein. Und das wird bedeuten, dass Windräder demontiert werden, neue Windräder Ausgetauscht aufgestellt werden. werden. Und es ist sicher nicht blöd, sowas zwei zu verwerten. Und da bietet sich sowas wie ein Tiny House an, weil es sind ein paar Quadratmeter. Und sowas kann man irgendwo in einem Nationalpark, irgendwo in einer Feriencampanlage, irgendwo am Campingplatz oder wo auch immer aufstellen und vermieten. Das Gehäuse ist schon da, man muss es dann nur wohnlich machen. Fertig. Idee? Gut. Ausführung? Da. Auch gut. Und ich finde das Konzept, ich persönlich finde das Konzept Tiny House eh cool. Also privat drin leben, na, aber. Warum machen wir das jetzt genau? Ich finde das ein cooles Konzept, aber Na, nicht für mich. ich finde das Konzept cool für einen Urlaub. Für einen Urlaub ist das sowas Hammer. Das ist dein kleines, das ist deine kleine Ferienwohnung, Punkt. Sowas finde ich Hammer. Super. Wie soll ich mit vier Ki mit vier Kindern, ja genau. Hast du zwei dazu gekriegt jetzt noch seit letztem Mal? Nicht, dass ich wüsste, aber man Also weiß ja nicht. du kannst nur zwei adoptieren. Nein, aber wie ich könnte mit zu viert geht nicht in einem Tiny House über wohnen, aber Urlaub geht. Und da finde ich Mit das vier Leuten in ein Tiny House Urlaub machen. Konzept. Ja, super. Es gibt Menschen, die fahren im Wohnwagen zu viert Urlaub. Das geht auch. Oder zu fünft oder zu sechst. Sicher funktioniert's. Also, ich mach, du sagst jetzt, du gibst das Ding bei die, du gibst die Kinder bei die Großeltern Na, mach, na, sicher nicht. Na, und von dem her finde ich das cool. Drin wohnen zu viert, 365 Tage im Jahr geht nicht. Das ist nicht möglich. Nee, da geht man sich zu schnell auf die Nerven. Nicht nur die Kinder unter sich, sondern auch Mama und Papa unter sich, Mama und Papa und gegen die Kinder, das ist keine gute Idee. Aber Ah, so okay. als Zweitverwertung für die Ferienhaus, Ferienwohnung ist das super, also cool.